Hi Leute, hier ist wieder der Thorsten und in diesem Video geht es mal wieder um Equipment. Und zwar geht es um eine Softbox, die ich schon seit einigen Jahren habe und von der ich auch nach wie vor sehr begeistert bin. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon aus den Blitz-Videos, da habe ich sie ja auch schon benutzt. Und es geht um diese faltbare Softbox für Aufsteckblitze. Das ist die Valimax Magic Square Softbox. Und da gibt es eine 40x40 Variante, das ist auch die, die ich hier habe, und es gibt eine 60x60 Variante. Und wie gesagt, ich habe die schon einige Jahre. Die kommt hier in so einer Tasche, also man kann die auch immer leicht verstauen. Ich zeige euch auch gleich, wie schnell die aufgebaut ist. Und hier ist dann auch der Diffusor dabei. Und dann habt ihr das immer alles wunderbar hier in der Tasche drin. Und aufbauen ist eigentlich wirklich ganz einfach. Man faltet die einfach hier auseinander oder zieht sie auseinander und dann hat man schon mal hier die Softbox und dann nimmt man hier den Diffusor und macht den einfach hier mit dem Klettverschluss dran. Also hier ist ein bisschen Klettverschluss und da kann man eben das Ganze wunderbar dran machen. Ich mache das einfach mal schnell. Das geht auch sehr fix und dann ist man auch nicht ewig damit beschäftigt, so eine Softbox aufzubauen. So, einfach hier dran. Und dann ist das gute Stück auch schon fertig. So sieht das dann aus. Ja. Ich nutze die auch oft draußen, einfach um ein bisschen aufzuhellen. Habe ich auch sehr oft benutzt, bevor ich die Round Flash Softbox hatte. Aber es ist natürlich auch wieder was anderes, wenn ihr das Licht ein bisschen seitlich bringt oder ähnliches. Und da ist die 40x40 eigentlich auch schon ganz gut geeignet. Die 60x60 ist ein bisschen größer, dann könnt ihr auch mal ein bisschen weiter weggehen noch, um einfach noch einen weicheren Look zu haben. Mit der 40x40 muss man ein bisschen näher rangehen ans Model, damit dann eben auch das Ganze nicht zu hart wird. Also die Schatten nicht zu hart werden. Wenn euch da besondere Sachen interessieren, schaut mal auf meinem Kanal. Da sind ja Blitzvideos. Da habe ich schon jede Menge erklärt mit den Schatten, mit dem Abstand und so weiter. Also schaut einfach mal. Und wenn ihr euch für so eine Softbox interessiert, dann schaut mal in der Videobeschreibung. Da habe ich nämlich die Links auch drin und dann könnt ihr da mal draufklicken und einfach mal schauen, ob das was für euch ist. Gut, die Tasche lege ich jetzt einfach mal weg. Hier ist dann noch so eine Halterung dabei und die ist auch ganz praktisch. Das sind zwei Teile. Mittlerweile ist die, glaube ich, ein bisschen anders bei den neueren Modellen, aber das funktioniert eigentlich ähnlich. Also hier habe ich ein Teil, das stecke ich einfach hier rein. Dann kann ich schon mal die Höhe anpassen. Also wenn der Blitz hier drauf steckt, kann ich eben die Höhe hier wunderbar anpassen, je nachdem welchen Blitz ich habe, und kann das dann hier festdrehen und hier unten kommt dann einfach mein Blitz dran. Ich zeige euch das auch einfach mal noch. Hier habe ich jetzt den Funkauslöser, Yongnuo Funkauslöser, die kennt ihr ja auch schon aus den Blitzvideos und aus meinem Empfehlungsvideo in Sachen entfesseltes Blitzen und so weiter. Die nutze ich ja eigentlich auch immer. So, den mache ich hier dran und dann kommt hier oben noch mein Blitz drauf, also einfach hier reinschieben und festmachen und dann kann ich hier das Ganze so rum ausrichten und jetzt kann ich die Höhe eben noch mal ein bisschen anpassen. Der Blitz ist jetzt hier relativ weit oben, das geht so auch schon, aber ich kann euch einfach mal zeigen, man kann hier eben die Höhe noch verstellen. So. Und hier drunter haben wir so ein Teil, das dann aufs Stativ kommt. Ich mache das mal ab und nehme das raus. Also das kommt aufs Stativ, wird das geschraubt. Das hat hier auch so ein kleines Gewinde und ein etwas größeres Gewinde. Je nachdem, welches Stativ ihr habt, dann passt das eben beides. Und wenn das auf dem Stativ ist, könnt ihr das ganz einfach hier reinstecken und ein bisschen festziehen. Und dann ist das auf dem Stativ. Ja, und dann kommt einfach hier vorne die Softbox dran. Die wird hier auch einfach nur so eingehangen. Also einfach an den vier Ecken hier ein bisschen eingehangen und schon ist das Ganze fertig. Also wirklich sehr schnell im Aufbau. Und wenn man da vor dem Shooting auch dieses
diese Konstruktion schon aufbaut, dann hat man letztendlich vor Ort gar nicht mehr wirklich viel Arbeit. Ja, damit lässt sich eben wunderbar blitzen. Mit einem Einbeinstativ kann man das Ganze auch ausstatten und dann hat man eben auch eine wirklich mobile Softbox, die man vielleicht mal selbst halten kann mit einem Einbeinstativ oder eben auch einen Assistent, der das mal hält und somit eben schnell mal blitzen kann. Wie gesagt, ich habe sie jetzt schon sehr, etwas länger, schon, ich weiß ja nicht, 3-4 Jahre oder so und ich bin nach wie vor sehr begeistert. Ich nutze sie auch draußen öfter mal oder auch im Studio. Oft limitiere ich mich auch einfach bei freien Shootings auf diese Softbox, dass ich sage, okay, ich nehme heute nur diese Softbox mit als Lichtformer und mache eben dann damit mein Shooting. Das, da gibt es ja auch ein extra Video schon, wo ich gesagt habe, es ist auch mal praktisch oder von Vorteil, wenn man sich eben limitiert, equipmentmäßig und so weiter. Und ja, hiermit macht es eigentlich immer sehr viel Spaß. Gut, die Tasche, wie gesagt, ist auch dabei. Schaut euch einfach mal das Ganze an. Ich finde es wirklich sehr praktisch und schnell zum Aufbauen. Das Ganze ist auch nicht so teuer. Die 40x40 Variante kostet ca. um die 50 Euro und die 60x60 Variante kostet ca. 65 Euro. Also das ist eigentlich noch ein guter Preis und die Qualität stimmt auch, da kann man nicht viel falsch machen. Gut, wenn euch das interessiert und ihr an so einer Softbox Interesse habt, schaut euch das mal an und dann hoffe ich auch, dass euch das hier ein bisschen geholfen hat, das Video, und schaut auch einfach mal auf meinem Kanal. In den Behind-the-Scenes-Videos seht ihr die Softbox auch oft, da nutze ich die auch öfter mal. Also da könnt ihr euch noch ein bisschen informieren, wenn ihr wollt. Gut, das war's dann für dieses Video. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt hier unten auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und hier habe ich noch zwei andere Videos verlinkt, da könnt ihr auch mal schauen, ob da was Interessantes für euch dabei ist. Und falls nicht, schaut auf meinem Kanal, da findet ihr jede Menge Videos. Und da ist mit Sicherheit auch was für euch dann dabei. Gut, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!